So, Leute, willkommen zurück zu Herr der Ringe. Wir machen weiter mit der Belagerung von Dol Guldur. Ich habe auch schon hier die Armee aufgebaut und die Helden umgebracht. Wir haben uns auch einen Adler gekauft, den wir aber auch als erstes benutzen. Denn wie ihr seht, sind ja Katapulte und Türme und sowas. Die werden wir mit dem Adler erstmal vernichten, bevor wir unsere Armee benutzen, ins Haupttor einzubrechen. Es gibt noch zwei Seiteneingänge, aber die werden wir diesmal nicht brauchen. Wir werden einfach so reinplatzen. Ungefähr so. Wir müssen ihn standhalten. Und die ganzen Türme werden wir auch vernichten. So, der baut da zwar nach, aber der Katapult baut da nicht nach. Das ist der feindliche Stützpunkt. Ich habe keine Lust, dass die Katapulte mir alles verderben. Also zerstören wir auch erstmal das da. Wir fangen mit den äußeren Ringen an. Wir werden aber auch nicht diese Gebäude zerstören. Unsere Armee soll natürlich auch was bisschen tun. Sie greifen an! So ist das ja nicht. So. So. Ach, andererseits, wir können nur das da zerstören. Komm. Komm, mein Vogel. Das Böse kommt über komm, uns. Wir sehen den Feind. Eieiei. Andererseits. Komm, wir zerstören nur die Katapulte. Rufen wir mal die Menschen, die können ja auch mal was machen. So. Weiter, weiter! So. Pfeile! Das Feuer kommt uns zu nahe! Funktioniert hier super. Würden wir. Okay, nee, mit der Armee werde ich das nicht mehr. Okay, wir machen das wieder mit dem Riesenadler. Die Türme werde ich. Na, die werde ich auch zerstören müssen. Jawohl. Auf die Türme kann ich eigentlich verzichten. Er schießt sie! Wir müssen uns vom Feuer fernhalten! Naja. Also das wird ja noch was. Wir zerstören mal nur die Katapulte. Ah ja, übrigens haben wir auch alles Sie aufgebaut und. Der Feind kommt über uns. Was? Wir machen was? Nein, oh mein Gott, was seid ihr für Schweine? Oh nein. Wie können sie es wagen? So, weg mit dem Scheiß. Sie greifen unseren Baumeister an. Glaub ich, dass sie ja noch leben. Emmy brennt das nicht so richtig, kann das sein? Ah, der Baumeister naja. Ist gefallen. Oh, wie furchtbar. Ah, mein Rücken. Au. Blöd gesessen. So. So, immer schön auf die das Katapulte. Feuer kommt uns zu nahe. Sie greifen an. So, und noch das da. Immer der schön auf nah. Die lästigen Katapulte. So, da ist nichts mehr. So. Die Türme lassen wir mal, die können wir auch so zerstören auf dem Weg. Und außerdem, ein bisschen Sicht hier ist auch nicht schlecht. So. Die Schlacht hat begonnen. Ja, sie hat schon lange begonnen. Das ist der feindliche Stützpunkt. So. Ich habe keinen Bock hier meine schön gearbeitete Armee zu verlieren. So, das sind fast alle Katapulte gewesen. So, das da noch. So. Der Feind kommt über uns. Katapulte, 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 Katapulte. Katapult. Sonst noch Katapulte? Wir sehen den Feind. Ich sehe keine doch Katapulte. Und ein Nazgul. Aber gegen diesen Nazgul kann mein Adler nicht gewinnen. Also die haben wir noch schnell mal die ganze Festung erkundet, ne? So, also sonst Katapulte alle Matsch.
Nochmal Sicherheitsflug nach unten. Die Schlacht hat begonnen. Der Feind ist beziehungsweise der wird das nicht schaffen. So. Und der Nazgul ist vernichtet. Gut. Mal gucken, wie machen wir das? Wir könnten ja wirklich durch den Vordereingang einbrechen, aber. Nee, sieht mir zu gut bewacht aus. Außerdem sind ihre Basen hier hinten so. Könnten wir eigentlich hier die Seiteneingänge benutzen und hier reinplatzen. Dann hier so durch. Denn da haben sie auch deutlich mehr Basis. Dann können wir auch anfangen, alles zu vernichten. Also machen wir das. Bruchtal darf nicht fallen. So. Wir speichern einmal und dann kann es auch schon losgehen. Mit der Belagerung. So, ich habe auch einige Typen geopfert, die ich nicht brauche. Damit ich Punkte habe. Aber eigentlich habe ich immer noch zu viel. Das liegt bestimmt an diesen ganzen Bäumen. Aber okay, okay. Wenn das so ist, dann ist das so. Gut. Dann versuche ich mal Dol Guldur zu erobern, wenn das fertig gespeichert hat. Oh Mann, kann das mal ein bisschen schneller gehen? Also irgendwie immer, wenn man es noch aufnimmt, dann speichert das ungemein lange. Naja, wie auch immer. Dann ist auch dieses Let's Play beendet mit diesem Tag. Mann, das geht richtig flott, muss man sagen. So. Die Platz. Wir müssen die inneren Mauern Dol Guldurs nehmen. Mich dahin. An die Waffen. Ja, ich arbeite dran. So schnell. Ich kann auch von da hinten kommen. Oder von hier vorne. Ach, keine Ahnung. So, wir haben Punkte. Die setzen wir für. Was bringt das? Hier das Sammelruf. Untergraben wird ja wohl nichts bringen. Der einsame Turm. Ach nee, wir heben einfach auf. Ah ja, wir haben noch so einen Pferdereitertrupp. Wir haben hier die Düsterwald-Bogenschützen habe ich behalten. Die 5 Elite-Lorien-Bogenschützen. Die Elite-Axtwerfer. Diesen komischen Baum da. Die Lanzenträger, weil die. Naja, weil wir die gerade zur Verfügung hatten. Die Phalanx haben wir noch. Und. Elrond und König Dain werden helfen. So, das ist meine Armee. Trotzdem noch Überfluss, aber. Die Bäume nehmen mal gleich Steine gegen die Türme. So, was wir noch machen werden, ist erstmal ein bisschen vorausrennen. Denn da kommt gleich der Wächter hier durchgeplatzt. Bewegung. So viel weiß ich noch. Vorrücken. Entsendet komm, Speer. Komm raus. Das sind ihre Gebäude. Schützt so, jetzt kommt Gebiet. Der. Entsendet nee, der Speer. Kommt nicht. Jetzt. Hier entlang Bogenschützen. Ach, komm raus. Blöder Wächter. Pfeile bereit. Glaubst du, ich so doof aus und renn da durch? Geht doch. Oh ja, die sind ja schon matsch. So. Und die dürfen den schön abschießen. Naja. Ich wünsche dir viel Glück. Zack, 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 zack. Tot. Bogenschützen aus Düsterwald. So, die Bogenschützen. Der da wird komischerweise nicht mit Dings, aber okay. Unser Volk ist in Gefahr. So, Attacke. Schnell. Wir dürfen nicht zögern. Das ist der feindliche Stützpunkt. So, Ihre Anwesenheit beleidigt uns. Leiter. Die rennen man nicht so weit voraus. Sammelt euch, Elben. Ein Feuer wütet. Wie? Der Feind kommt näher! Oh, der Sonnenkatapult. Machen wir mit Sonnenlicht kaputt. Besetzt dieses Gebiet. So. Es ist kaputt. So. Wo sind die Bäume? So. Die schmeißen Türme ab.
So. Wir zerstören die Haradrim-Paläste. Sorry für die Unterbrechung, aber es geht weiter. Ja, ich wurde in einem unpassenden Moment angerufen, aber okay. Die Katapulte müsste ich mal anders benennen. So. Oh, was machen die denn da unten? So. Die Bäume müssen wir weiter beschießen. Besonders unsere Katapulte, besser gesagt. So, was läuft hier? Trolle. Wir müssen ihn standhalten. So, mal repariert. Wir dürfen nicht so, die erobern das Ding. Wir haben das Gebäude erobert. Reicht alles ein. So, die da. Bruchtal darf nicht fallen. Ihre Anwesenheit beleidigt uns. So. Die zerstören mal ein bisschen. Zumindest versuchen sie es. Ach. Kommt. Treibt sie hinaus. Die Schlacht hat begonnen. So. Sammelt euch, Elben. Die schießen da drauf. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Baum? So. Die äußeren Mauern sind gefallen. Wir dürfen nicht wanken. Ja, äußere Mauern sind Matsch. Anderen. Vernichtet alle Gebäude und Gruben dieses verfluchten Orts. Was ist mit dem? Der ist ja tot. Ihre Anwesenheit ja, das haben wir vor. Oh. Da, auf sie. So ein scheiß Windwurm. Wo schießt der denn hin, wenn er jetzt alle platt macht? So. Reicht alles ein. Ich hasse diese Lindwürmer. Zur Seite. Diese machen viel zu viel kaputt. Die dunkle Macht des Feindes. Wir müssen sie erobern. Ja, da bin ich ja gerade dabei. Man soll nicht so hetzen. Ihre Anwesenheit beleidigt uns. Aber total. Sie. Ja, wo sind die Loro? Die soll mal bitte darauf schießen. Werft sie nieder. So. Besetzt dieses Gebiet. Hat begonnen. Die da schießt mit auf den Turm. Bruchtal darf nicht fallen. So. Diener der Dunkelheit. Achtung! Treibt sie hinaus. So, die Trollkäfige und... Na, wir wollen ja alles kaputt machen. Wir wollen sie ja nicht unnötig länger am Leben lassen. Rückzug. So, ach ja, übrigens, wir sehen die ganze Karte. Das ist super. Dann könnten wir die Fähigkeiten eigentlich ein bisschen einsetzen. Ach nee, komm, wir zerstören alles so. Wir dürfen nicht zögern. Reicht alles ein. So, die machen das so kaputt und hier, komm, wir machen einmal Erdbeben. Einfach aus Prinzip. So. Zack. Zack. So, ein paar Türme sind weggepustet. Wir müssen handeln. So, hier ist sowieso nichts mehr. Erobert dieses Land zurück. Naja. Wir gehen einfach mal weiter. Bruchtal darf nicht fallen. So, und wir greifen das an. Sie greifen so, an. Übrigens machen wir noch hier das gegen diese Kampftürme. Hier endet ihre Bosheit. So. Das habe ich mir in gewisser Weise ein bisschen anders vorgestellt, aber okay. Die Bogenschützen. Bleib wachsam, ey. Genau, sie schießen den Nazgul ab.
So, wir haben genau. Nicht von unseren Speer. Eine riesige Armee aus Mordor kommt, um die Festung zu halten. Eine riesige Armee. Das Auge des dunklen Herrschers wandert weit. Selbst in Mordor entgeht ihm keiner unserer Pläne. Ja. Macht euch bereit! Der Feind ist nah! Wir müssen ihn standhalten! Naja, ich kann schlecht zuhören, was er da gerade redet. Der Gegenangriff von Mordor. Ach komm, kann ich gerne versuchen. Also wenn es denen Spaß macht. Diese blöden Lindwürmer. Naja. Wir machen mal die Wasserpferde. So, die machen ja gute Arbeit. So. Der halt mal. So. Was machen die Bäume? So. Die versuchen noch zu gewinnen, das ist gut. So, die beballern weiterhin die Türme. Beziehungsweise beschießen, bekämpfen, was auch immer. Und ebenso wie diese Haradrim-Soldaten. Nein, haben sie noch nicht. So. Das da. So. Die geben auf Nahkampf, da sie sowieso nicht so gut werfen, wie ich dachte.